Hüders? Ja, was gibt es, Dümmerde? Wir sind am Arsch. Ich kann dir nicht ganz folgen. Wovon sprichst du? Hast du am Ende der letzten Folge nicht aufgepasst? Ich lösche regelmäßig meinen Speicher von unwichtigen Informationen. Ja, das würde ich auch gerne mal machen. Dann würde ich nämlich so ein paar Erinnerungen löschen, so an irgendwelche Videospiele, die ich gespielt habe, damit ich die nochmal erleben kann. Das mache ich fast immer. Ich glaube, ihr Menschen nennt das beste Leben. Oh, okay, das macht mich jetzt ein bisschen neidisch. Aber soll ich dir zeigen, warum wir am Arsch sind? Weil wir noch nicht verheiratet sind? Nein, nicht deswegen. Soll ich dir wirklich zeigen, weshalb wir am Arsch sind? Klar, hau raus, du Model. Okay, schau dir das an. Hallo? Na, wie läuft's? Ich bin eine Kartoffel. Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt, den haben wir also. Da wir scheinbar nicht weiterkommen, das heißt, wir kommen weiter, mit entsetzlicher Geschwindigkeit. Aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Gut, geht noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch noch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben. Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Wir haben so Anti-Fallschadenstiefel an, für alle, die sich fragen, was sie gemeint hat. Oh shit. Oh shit. Wie überlebt man sowas? Okay, wir scheinen noch bei Bewusstsein zu sein. Und wir sind irgendwo im tiefsten Keller von ganz Aperture Science. Sehe ich das richtig? Na klar. Wir sind 3 Kilometer in die Tiefe gestürzt. Das war auch eher als rhetorische Frage gemeint. Aber wo ist Lados? Oder soll ich sie lieber Kartoffelos nennen? Ich finde es immer noch geil, dass Lados einfach in die Kartoffel geschoben wurde. Das ist ziemlich witzig. Finde ich witzig. Naja, wir haben ja nicht so viele Möglichkeiten. Wir haben unsere Portalkanone. Die wir jetzt vielleicht auf die eine oder andere spannende Art verwenden müssen, um hier weiterzukommen. Und ich glaube, das Spiel macht jetzt einen ziemlichen Twist, sage ich mal. Also, wir haben jetzt nicht mehr das typische Testkammerprinzip, sondern, wir kämpfen uns jetzt wirklich mit Hilfe von dem, was wir haben. Was ist das? Durch Trümmerfelder, also quasi durch realistische Szenarien, wenn man das so nennen kann. Und das macht es tatsächlich an manchen Stellen ganz schön schwierig, weil du nicht genau erkennst, was das Spiel jetzt von dir möchte. Aber man muss einfach nur mal Ausschau nach weißen Wänden halten. Dann klappt das schon irgendwie. Wo sind wir? Ist das irgendeine unterirdische architektonische Anlage? Oder einfach nur eine riesige Schrotthalde? Ich weiß es irgendwie noch nicht so ganz genau, was ich hiervon halten soll. Okay, kann ich... Ah! Hier geht's rein. Keep out. Ja, fast. Do not enter. Mhm, okay. Ich hatte das Gefühl, jemand will mich daran hindern, hier reinzugehen. Komme ich da rein? Nee, ich glaube nicht. Okay, warum kann ich mich hier im Portal setzen? Oder vielleicht oben irgendwo? Oh! Oh, shit. Da oben! Da oben ist was! Okay. Boah, jetzt muss er seine Augen überall haben. Do not enter. Okay. Du bist ja ein richtiger Rebell geworden, du Satansbraten. Immerhin trage ich keine Sturmmaske mehr. Aber wo ist Kartoffelos? Es ist sehr, sehr dunkel. Hübi? Ich weiß, dass du Angst im Dunkel hast. Ich bin für dich da. Bevor du stirbst, sterbe ich, Hüders. Da werde ich ja gleich ganz wuschig. Ich kann am Hebel ziehen. Ah, damit habe ich das Tor hier geöffnet. I get it. Wow. Was ist das für ein Tresor? Oder eine Schleuse oder was auch immer. Tschüss. Ah, schaut mal. Hier an solchen Wänden kann ich auch ganz easy Portale setzen. Okay, hier ist ein Knopf. Können wir damit den Tresor öffnen? Nee, da drüben. Hier ist ein Countdown. Oder... Nee. Ah,
müssen wir die Knöpfe wieder gleichzeitig drücken. Ist das wie damals beim GLaDOS-Fight? Wartet. Zack, den hier drücken. Und dann den hier drücken. Jawohl. Geht jetzt der Tresor auf? Das ist so episch. Das ist verdammt cool. Oh Leute, ich habe das Gefühl, das Spiel gewinnt jetzt nochmal richtig an Fahrt. Beziehungsweise das Spiel geht jetzt erst so wirklich los. Und ich habe übertrieben Bock. Ich habe übelst Bock. Ich bin gespannt wie ein Bogen. Sehr gut. Wir schaffen das. Get the Faust. Halt dein Maul. War ein Joke. Oh, okay. Das Wasser scheint nicht so gut für uns zu sein, weil das wohl in irgendeiner Weise nicht ganz genießbar für uns ist. In Ordnung. Schaut euch mal diese riesige Anlage hier an. Das ist alles unterirdisch oder in einen riesigen Berg gebaut. Eins von beiden. Und diese Musik dazu. Uff, ich feiere das. Okay, wir könnten theoretisch hier uns überall Portale setzen. Was ist hier? Komme ich da rein? Ja, komme ich. Hm, hier ist Nebel. Ah, ich glaube, ich bin den richtigen Weg gegangen. Wer ist Cave Johnson? Ihr habt euch auf der Party jetzt schon kennengelernt. Erlaubt, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin Cave Johnson. Mir gehört die Firma. Die nette Stimme von vorhin gehört Carolyn, meiner Assistentin. Sie hat euer Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl überwiesen. Stimmt doch, Carolyn. Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma und wird schon obendrein, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. Ah, nee, ich darf... Ich muss es schaffen, auf dieser Plattform hier zu landen. Nein! Ah! Yes! Nein! Oh, zu weit! Yes! Genau so. Sehr schön. Was? Ich brauche hier einen Code. Nee, Moment. Hey, ich kann mir doch nicht erzählen, dass ich das jetzt alles hier umsonst gemacht habe. Und wer war diese Stimme, die da gerade geredet hat? Da oben ist was. Was genau mache ich hier? Wo muss ich hin? Da ist was. Aber da kann ich kein Portal erschaffen. Warte mal, kann ich mich da boosten? Pass auf, pass auf. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Aber das hier sieht für mich eine Boost-Plattform aus. Und ich boost mich jetzt einfach. Keine Ahnung. Yo! Doch! Wir sind durch diesen Ring geflogen. Und hier geht's für uns weiter. LOL. Sie haben täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Das ist er. Alle, die heute das Rückstoßgel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterin DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Okay, das ist er. Und hier steht's gerade, Local Entrepreneur bei Salt... Okay, wir sind in einer riesigen Salzmine. Das meinte ich vorhin, mit Berg und so weiter. So, Cave Johnson scheint unter den Top 100... Aperture ist Platz 2 der Top 100 Science Companies. Da ist eine Auszeichnung für Kartoffelwissenschaften. Alles klar. Best New Science Company 1947. Bester Vorhangverkäufer. Er ist der beste Vorhangverkäufer 1943. What the hell? Und das ist irgendwas vom Verteidigungsministerium oder so. Okay, also er ist der Gründer von Aperture und wir befinden uns in einer Salzmine. Und der Typ scheint einfach irgendein crazy Dude zu sein, wenn ich das richtig verstehe. Okay,
Wenn wir wissen, dass das eine Salzmine ist, ist das irgendwie deutlich cooler. einfach nur, weil wir wissen, wo wir sind. Fast so salzig wie du, Hübi. Nein, ich bin nicht salzig. Du bist ein lebendiges Salzbergwerk, wie so gut wie immer. Ja, aber ich bin doch hier mit dir. Ich habe gar keinen Grund, salzig zu sein. Schau doch deine Streams. Du bist das Salz. Ich werde nur salzig, wenn irgendwie hier Nintendos Online-Modus wieder nicht funktioniert oder so. Können wir uns jetzt wieder hier auf den Aufzug konzentrieren? Das ist ein schöner Aufzug. Wo genau kommen wir hier hin? Ich kann schon wieder hier zoomen. Muss ich mich schon wieder irgendwo hin teleportieren, ohne dass ich es weiß? Ah, da drüben, oder? Ja. Schauen wir mal, was hier passiert. Wenn du dich schneidest und dir auffällt, dass jetzt Benzin in deine Adern fließt, ist das völlig normal. Wir haben dich einem unsichtbaren... Für die Dauer des nächsten Tests richten wir einen Supraleiter mit voller Kraft auf dich. Das ist pure Grundlagenforschung. Wozu es gut ist, wissen wir nicht. Vielleicht passiert gar nichts. Im besten Fall verfügst du hinterher über Superkräfte. Im schlimmsten Fall über Tumore, aber die schneiden wir wieder raus. Ich könnte mich hier boosten, ne? Die Frage ist nur, von wo? Da, seht ihr das? Kann ich da ein Portal erzeugen? Ja, kann ich. Okay, wartet mal. Ich muss irgendwie wieder Ultra-Speed aufbauen. So. Wo war das? Irgendwo konnte ich droppen. Irgendwo konnte ich runterfallen. Und unfassbar viel Speed aufbauen. Und ich vermute, ich muss darüber wahrscheinlich, oder? Und um da hinzukommen, muss ich mich wahrscheinlich von da boosten. Ich muss da mit einer übelsten Geschwindigkeit rausfallen. Kann ich die noch weiter hochschicken? Nee. Warte mal, wenn ich eine Etage runtergehe, da kann ich den Aufzugsschacht runterfallen. Da kann ich den Aufzugsschacht runterfallen. Jawohl! Okay, wir haben da oben das Portal. Dann setzen wir hier eins und dann einfach Feuer frei. Hoffentlich wird das was. Ja! Gar kein Problem. Das ist so cool. Pumpstation Alpha. Gib was zurück wie ein Alpha. Gel-Druckkontrolle. Welches Gel? Vorhin wurde doch irgendwas mit einem... Was? Irgendwas mit einem Antigravitationsgel oder so? Irgendwas wurde doch da vorhin erzählt, dass hier irgendein Gel produziert wird oder so. Warte mal, ich kann da hoch. Mal schauen, ob wir hier auf diese Stahlträger drauf können. Ja, scheinbar. Okay, aber wie mache ich das jetzt am besten? So nicht. Da oben, oder? Muss ich da hin? Gelflow. Hey, jetzt haben wir hier ein Portal. Und jetzt machen wir einfach hier eins und mogeln uns irgendwie rein. Okay. Ah, der Gelflow geht hier... Ich folge einfach mal dem Gelflow. Ich denke, damit können wir nicht viel falsch machen. Wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Evertshire. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Umwandelt. Jetzt gibt es sogar wieder die typischen Aufzüge. Sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Hübi, ich will nicht, dass du dir alle Knochen brichst. Keine Sorge, tue ich nicht. Werde ich nicht machen. Aber was es mit diesem Gel auf sich hat, das erfahren wir beim nächsten Mal. Danke fürs dabei sein.